will ich lieber Mario Kart auf dem Super Nintendo spielen, als mittels DNA-Proben den Delfinanteil auf meiner Thunfischpizza prüfen. Die großen Fische werden auch nur von den noch größeren gefressen. Ein Hai in einem Aquarium muss ich mit den Goldfischen nicht messen. Und ein Mitte-20-Jähriger, der alleine in eine Kneipe geht, muss ich nicht wundern, wenn er dann geil aussieht. Kontraste machen Leute. Kleider macht der Schneider und ausgebeutete Kinder. Macht mit Sicherheit auch irgendeiner. Wahrscheinlich ausgebeutete Eltern oder der Hai aus dem Aquarium. Allerdings machen die sich gegenseitig. Ihre Rollen entstehen in Wechselwirkung, nur wechseln sie nicht. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und solange gehe ich wohl ab und zu noch alleine in eine Kneipe, bis ich selbst scheiße aussehe. Die Rechnung wird nicht ohne den Wirt gemacht. Zieh sofort über los und gib die 400 Euro her. Wird gemacht. Ich bin halt auch nur ein Goldfisch, aber wenn ich etwas Geld verdiene, kaufe ich mir mit dem ersten Gehalt ein paar eingelegte Ölsardinen und schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinenindustrie. Im Grunde will ich lieber Mario Kart auf dem Super Nintendo spielen, als den Delfinanteil auf meiner Thunfischpizza wissen. Die großen Fische sind auch nur groß, weil sie die Kleinen im Bauch haben, und die Kinderausbeuter nur Kinderausbeuter, weil sie die Kinder getauft haben. Alle Menschen haben ihre Aufgaben, im Gegensatz zu Delfinen, die sie nichts nutzen. Warum habe ich eigentlich Mitleid mit ihnen? Manchmal reicht es eben, große Augen zu haben und quietschen zu können, um etwas niedlich zu finden. Und schon bereue ich jede Thunfischpizza meines gesamten Lebens und jede Stunde, die ich damit verschwendet habe, Mario Kart zu spielen, und jede Minute, die ich völlig grundlos an einem Tresen stand und meine Schönheit widerspiegeln konnte in den Augen meines Nebenmanns. Manchmal bekomme ich Lust, von einer Klippe zu springen und soweit es geht, über die Wellen in den Horizont zu schwimmen, mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben. Und ich schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie. Ölsardinen, Ölsardinenindustrie. Schwimme in das Netz der Ölsardinenindustrie.